Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge voller schreiender Kinder, stinkender Windeln und einer sehr verzweifelten Person da oben links in der Ecke. Ganz genau, wir machen heute mit der 100 Baby Challenge weiter. Es ist zurzeit wirklich wild, dieses neue Kinder-Update, das ist so super anstrengend. Wir sind quasi nur am Windeln wechseln, füttern, eine schreiende Kinder beruhigen und ich kann noch nicht absehen, dass es in irgendeiner der nächsten Folgen wirklich besser werden wird. In der letzten Folge ist unser Bruder der Heimo zusammen mit seiner Christina abgehauen. Die sind zusammen ausgezogen und in die Residenz von dem Vladislaus gezogen. Das heißt, der Heimo ist jetzt wirklich der Nachfolger von dem Vladislaus. Und die Alene ist somit jetzt alleine mit den Kindern. Sie ist befreit von dem Heimo. Und wir werden dann mal schauen, wie es ihr damit geht. Ob sie sich jetzt selbst endlich mal verwirklichen kann, was sie denn wirklich für Wünsche für sich selbst hat. Und ob wir dann da ein paar Änderungen vornehmen. In diesem Part werden wir jetzt aber erstmal weiter Windeln wechseln, schreiende Kinder beruhigen und Kinder füttern. Und zwar so lange, bis die Clementine und die Radegunde endlich zu Kleinkindern werden. Und dann lasst uns auch direkt ins Spiel reingehen. So ihr Lieben, wir sind im Spiel. Und was soll ich zu diesem Bild sagen? Ich glaube, dieses Bild sagt alles. Ich weiß nicht, was mit diesen Kindern los ist, Freunde. Ich meine, die Augen, die sind ja nicht nur rot, sie leuchten. Also ich weiß nicht, die Cordula macht mir einfach Angst, Freunde. Ich weiß nicht, was aus diesem Kind wird. Ich habe auch, da habt ihr ja ganz fleißig in die Kommentare geschrieben, beim letzten Mal, ich habe alle Mods, alle CC rausgenommen und das Spiel mal gestartet. So, und ratet, wie diese Kinder aussahen, ohne Mods und ohne CC. Ganz genau so sahen sie aus, Freunde. Und nicht anders, kein Stück anders sahen diese Kinder aus. Ich weiß nicht, was das hier wird, Freunde. So, womit fangen wir denn an? Ach genau, ich habe die Alene mal fix hier hochgeschickt, denn wir haben im letzten Part einen Fehler gemacht. Der Heimo, der ist ausgezogen. Und wir haben von dem Heimo den Rucksack nicht geleert, Freunde. Das heißt, er hat alles mitgenommen, was er hier schon angepflanzt und geerntet hat. Warum jetzt hier die Paprika und so weiter nicht wächst, verstehe ich auch nicht. Ich hoffe, unser Gärtner, der ist hier noch am Start und kümmert sich ein bisschen drum. Okay, immerhin haben wir jetzt ein paar Karotten und Pilze. Denn wenn die kleinen Scheißerchen zu Kleinkindern werden, dann füttern wir sie ja immer mit unserem Gemüse. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen uns da mal schnell kümmern. Ich drücke mal auf Pause. Also. So, die Cordula ist nur müde. Vielleicht kann sie auch alleine? Nee, okay. Ich hoffe, sie schläft einfach von alleine ein. Die Marilyn hat ein Hüngerchen und eine stinkende Windel. Die Clementine schläft, die sieht noch gut aus. Und die Steffi Radegunde, mit der fangen wir mal an. Die kriegt mal was zu futtern. So. Ich spule dann auch mal vor, weil ich glaube, das hatten wir jetzt schon die letzten beiden Folgen. Oh, die Radegunde hat ihr erstes Wort gesprochen. Radegunde, was hast du gesagt? Man weiß es nicht, ne? Ja, also ich spule mal vor, ich denke, das ganze Gewindelwechsel und Gefütter, ich wollte es andersrum sagen, haben wir in den letzten Folgen ausreichend gesehen. Da müssen wir heute nicht so sehr drauf eingehen. So, ich habe eine Errungenschaft. Spiele 100 Stunden in die Sims 4. Das ist eine Lüge. Ich habe doch schon mehr als 100 Stunden gespielt, oder? So, die ersten beiden Kiddies, die sind schon im Bett. Die liegen schon. Ich habe aber vergessen, bei der Radegunde die Windel zu wechseln. Ich hoffe, das nimmt sie mir nicht böse. Da setzt sie sich ganz kurz hin, um mal zu verschnaufen. Aber so war das nicht gedacht. Also, die Clementine, die hat auch ein Hungerchen. Ich denke, Hunger ist erstmal das Wichtigste, was wir stillen müssen. So, die Marilyn ist auch gerade eingeschlafen. Die Radegunde, die schläft schon. Die Cordula, die schläft auch. Ach, supi. Dann sind wir wieder fit. Okay, es liegen hier zwei stinkende Windeln rum. Das ist jetzt aber zu vernachlässigen, ne? Ich glaube, dann können wir jetzt mal hier... Kann ich das sauber machen? Ach so, ich habe die Alene gar nicht angeklickt. Da, mach das mal sauber. Obwohl, wir haben da Haushaltshilfe, ne? Ich glaube, die macht das schon. Dann können wir uns mal ein bisschen um uns selbst kümmern, hoffe ich, ne? Warum haben wir hier einen Gummibärkuchen im Inventar? Das verstehe ich nicht. So, dann kann sie nämlich mal hier weitermalen. Sie hat ja schon länger nicht mehr gemalt. Ich hoffe, Clementine. Ach, süß, ne? Also, es gibt schon süße Animationen, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, die Clementine sieht gerade sehr fröhlich aus und glücklich. Und das freut mich sehr. Und sie hat auch nicht so leuchtend rote Augen, ne? Werden wir sehen. Also, heute ist Sonntag. So, und morgen haben die beiden kleinen Scheißerchen, die Radegunde und die Clementine, Geburtstag. Das heißt, wir werden heute ein bisschen den Tag vorspulen, bis wir die beiden älter werden lassen können. Und ich bin so gespannt, wie die dann aussehen. Ob sie immer noch diese Augenfarbe haben oder ob sich da schon irgendwas verwächst, ne? Ach, und dann haben wir immer noch den Bauch, Freunde. Okay, wir sind im zweiten Trimester, das heißt, das kommt diese Folge auf jeden Fall nicht.
Das ist schon mal gut. Und dann spule ich jetzt einfach vor, bis hier irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, müssen wir uns jetzt noch einen neuen Typen angeln? Oh, also wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Oha, Freunde, wir brauchen neuen Typen. Weil der Heimo ist ja jetzt ausgezogen. Das bedeutet, dass wir jetzt quasi Platz für 3 Kinder haben. Nun, so ist, ach, guck mal, ist sogar schon fertig, das Bild. Dann können wir das verkaufen? Nee. Okay, wir brauchen neuen Typen. Dann werden wir damit mal anfangen. So, den Antonio hatten wir, den Günther hatten wir und ich glaube den Tim Meier, ne? Ich will mich kurz nochmal vergewissern. So, der Tim Meier, der Günther und der Antonio ist für die Kinder verantwortlich, die jetzt bei uns im Bauch sind. Okay, wollen wir hier mal den Niklas zu uns einladen? Nee, ich wollte mal von Martin haben wir noch gar keinen Mann genommen, kann das sein? Kennen wir die noch gar nicht von Martin? Aber wir können jetzt leider nicht das Grundstück verlassen, weil ja unsere Kinder hier rumliegen. Och nö, da müssen wir jetzt einen nehmen, der hier schon drin ist. Guck mal, ich finde den Niklas. Den holen wir uns mal ran. Dann bleiben die Männer von dem Martin noch ein bisschen verschont. Ich bin eh froh, wenn wir die zuletzt nehmen, denn ich vertraue darauf, dass die Männer von dem Martin bessere Gene haben als von den anderen hier, ne, Freunde? So, da ist er, der Niklas. Hallöchen, Niklas. Komm noch herein. Achso, der kommt schon von alleine rein. So, Alene, komm mal hierher. Solange die Kinder noch ruhig sind, können wir mit dem uns mal ein bisschen anfreunden. Ich glaube, er ist der Erste, der auf unseren Balkon geht. Hab mich gerade gewundert, wo er hin will, aber ich habe nämlich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir noch einen Balkon haben. So, dann können wir uns denn mal... Nee, wir können... Guck mal, wir betören ihn gleich mal, ne? Gar nicht groß schnacken hier. Da wird gleich der Pfeil abgeschossen. Jetzt müssen wir warten, bis er mit seiner Yoga-Position fertig ist. Niklas, Niklas, jetzt komm, jetzt hampel da nicht so rum. Ach, jetzt müssen wir warten, bis er mit sie... Och, Freunde, nee. Wir können wirklich nichts mit dem machen, ne? Solange der... Okay, jetzt... Och, nee. Jetzt rennt sie wieder runter. Niklas. Mal sehen, wir betören ihn jetzt. Alene, komm wieder hoch. Du hast hier eine Mission. So, einmal betören. Die Ilse ruft an, sie möchte mit uns auf den Flohmarkt gehen. Aber nee, wir haben hier gerade andere Dinge zu tun. Okay, er ist angespannt. Aber jetzt ist er kokett. Och nee, Alene, das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Hoffentlich haut er jetzt nicht ab. Warum tut sie das die ganze Zeit? Kommt es von der Schwangerschaft oder kommt es von den Trinkpäckchen? Okay, er springt auf jeden Fall direkt an. Mal sehen, wie weit wir gehen können. Ich gucke jetzt mal auf die Kinder. Oh je, die Cordula ist traurig. Sie hat Hunger. Und die Steffi Radegunde auch. Okay, wir versuchen mal einen Knutschi. Das sieht ja schon richtig gut aus. So, nee, wir müssen jetzt runter. Das Kind schreit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Cordula, alles ist gut. Ich glaube, der Niklas geht wieder. Och nö, Niklas. Der Heimo ist da. Heimo, hast du schon genug von deiner Christina? Puh, okay, es wird wieder ein bisschen anstrengend. Ich spüre auch gerne vor. Ich werde hier die Windeln wechseln und füttern und alles Mögliche. Freunde, es ist hier das reinste Chaos ausgebrochen. Die Alene, die ist langsam überfordert, glaube ich. Der geht's gar nicht gut. Die Kinder, alle Kinder schreien. Alle Kinder stinken. Die Alene hat Hunger. Die Alene hat auch ein bisschen Schmerzen vom Stillen. Und die kann gerade das Kind nicht ablegen. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas läuft da gerade nicht so. Hilfe. Alene, beweg dich. Die Kinder schreien alle. Och, nö. Sie macht halt nichts, ne? Können wir dann nochmal alles abbrechen? Oh mein Gott. Passiert nichts. Och, nein. Nein, die Alene bewegt sich nicht mehr, Freunde. Ich werde mal kurz das Spiel neu starten. Die macht jetzt gar nichts mehr. Ey, nicht, dass uns jetzt die Kinder deswegen weggenommen werden. Guckt euch die Steffi Radegunde an. Die sieht gar nicht gut aus. Bei der Clementine. Oh mein Gott, Freunde, guckt sie euch an. Okay, Alena bewegt sich. Oh, halt, stopp, 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 stopp. Sie geht halt nicht hin. Da, oh nein, Steffi Radegunde ist sehr hungrig. Oh mein Gott, Freunde. Jetzt werden uns hier gleich die ersten Kinder weggenommen. Okay, die Flasche kommt. Puh, alles klar. So, danach ist die Clementine dran. Wo ist sie, Clementine? Die liegt auch schon auf dem Boden. Oh mein Gott. Ah, vielleicht wollte sie jetzt nicht stillen, weil sie hier schon so Schmerzen hat. Okay. Vielleicht muss ich jetzt immer die Flasche geben. So, die Marilyn ist wieder eingeschlafen. Alles supi. Die Cordula auch. Okay. So, die Radegunde kommt jetzt hier wieder ins Bettchen. Und dann bitte die
Clementine Oma, die liegt da nur ganz traurig und stinkend, hat Hunger und keiner kümmert sich. Oh mein Gott. Los, Alene, dein Kind stirbt. Du musst es füttern. Sie hat halt auch Hunger, ne? Okay, die Kinder, die schlafen jetzt erstmal. Ich habe sie nicht sauber bekommen. Aber ist nicht so schlimm, ne? Es ist jetzt schon 19 Uhr, das heißt, der Geburtstag geht bald los. Da müssen wir noch einen Kuchen backen, ne? Uiuiui. Das ist jetzt der erste Kuchen, den die Alene backt. Die erste Geburtstagstorte. Da bin ich gespannt, ob sie das hinbekommt. Ich hoffe, die Kinder waren jetzt soweit. Okay. Ja, müde sind sie, stinken ein bisschen. Und die Cordula hat auch schon wieder Hunger. Wo ist denn die Cordula? Ach, die liegt da auf dem Boden. Okay, wenn der Kuchen fertig ist, dann wird die Cordula erstmal gefüttert. So, die Torte ist fertig. Dann machen wir doch direkt Geburtstagskerzen drauf. Süpi. So, und jetzt bitteschön die Cordula einmal aufwecken. Und dann versuchen wir die auch nochmal in den grünen Bereich zu kriegen. Weiß ich, irgendwie schafft sie es nicht, die Windeln zu wechseln. Das macht sie jedes Mal weg. Aber okay, die werden mir nicht weggenommen, wenn sie stinken. Ne? Sie werden mir nur weggenommen, wenn ich sie nicht fütter. So, jetzt hat die Marilyn wieder Hunger. Was macht sie jetzt? Macht sie jetzt doch die Windel? Ah, okay, super. So, wer von euch war Marilyn? Du bist Marilyn. Dann werden wir dich nämlich mal wecken und dich auch mal füttern. Dann dürfte Mitternacht sein und die beiden kleinen Scheißerchen dürften dann endlich zu Kleinkindern werden. So, einmal die Flasche. So, ihr Lieben, es schreit wieder alles. Aber es ist jetzt Mitternacht. Und wie ihr hier seht, es ist endlich der Geburtstag angesagt von der Radegunde und der Clementine. Und das machen wir jetzt auch sofort. Halt, ich mach Pause. Oh mein Gott. So, hier einmal aufwecken. Und die Radegunde ist schon wach. Dann werden wir hier einmal... Geht das hier? Das geht doch über den Kuchen, ne? So, mit der Radegunde fangen wir an, Freunde. Endlich, Freunde. Ich hoffe, es wird jetzt einfacher. Das stinkende Kind. So, ich bin in Position. Ich bin erstmal schön ausgespuckt. Happy Birthday. Oh, da können wir schon mal gucken. So, jetzt sind die Haare. Was ist das für eine Farbe? Die ist ja cool. Und die Augen sind... Ja, ich würde sagen, die sind normal. Auf jeden Fall schöner als vorher. Aber das Gesicht, ist das jetzt nur verzerrt? Also egal, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Neugierig, okay. Steffi Radegunde hat ein Bonusmerkmal erhalten. Du findest all ihre Bonusmerkmale im... Okay, cool. So, bist du süß? Auf jeden Fall bist du dreckig. Ja doch, es ist schon süß, ne? Doch, die ist schon süß. Bisschen stinky, aber ich mag die Sommersprossen. Ach, schön. Haben wir es geschafft, Freunde. So, halt, stopp. Erstmal hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Wir gucken mal, wie die Steffi Radegunde aussieht. Dreckig sieht sie aus. So, und dann kriegt sie auch gleich mal die Karottchen hier in ihr Inventar. Wir brauchen mehr Gemüse, ne? Ach, die hat schon ganz viel da drin. Ich habe da schon ganz viel reingesteckt. Ach, das ist ja super. Dann soll sie doch gleich mal eine Banane essen. So, jetzt kommt die Clementine dran. Oh nein, die anderen schreien. Oh mein Gott. Aber sie haben keinen Hunger. Okay, alles gut. Dann gucken wir mal, dass wir die waschen können. Jetzt platzt unser Briefkasten gleich, ne? Wegen der Geburtstage. So, kleine Clementine. Ich bin gespannt, wie du aussehen wirst. Und? Als ob die einfach identisch aussehen. Nee, ich glaub's ja nicht. So, und sie hat auch ein Bonusmerkmal erhalten. Supi, auch neugierig. Die sehen ja echt, die sehen wirklich gleich aus. Ich glaub's nicht. Die Steffi Radegunde. Könnt ihr beide mal irgendwie zusammen hier... Guck mal, könnt ihr mal zusammen hingehen? Ist das süß, Freunde. Guckt sie euch an, die beiden. So, dann kümmern wir uns mal weiter, ihr Lieben. Erstmal werden wir waschen. Ich kann die beiden jetzt nicht auseinanderhalten, ne? Also ich bin schon mal sehr froh, dass die jetzt schon im Kleinkindalter wieder normal aussehen, dass das quasi nur die ersten beiden Phasen sind. Ich möchte euch bitte baden. Jetzt geht das los, ne? Streng. Ja.
So, jetzt ab in die Badewanne, aber hurtig. Ich hoffe, die anderen beiden schlafen jetzt noch eine Weile. Ja, okay, die sehen sonst gut aus. Perfekt, okay. So, Kind Nummer 1 wird gewaschen. Mein Gott, mein Glück. So, und dann stelle ich hier schon mal Betten hin. So, dann kann die Kleine nämlich direkt ins Bett gehen. Und dann müssen wir jetzt auf die Clementine warten, bis sie auch gewaschen wurde. Ich spule so lange mal vor. Die hat ja eine coole Jacke, ne? Die Radegunde. Die sieht einfach cool aus. Die wird dann direkt mal schlafen gehen. Und jetzt versuche ich noch, den anderen kleinen Scheißer zu baden. Ich glaube, es war jetzt die Clementine. Ich bringe die jetzt schon durcheinander. Ja. Okay, super. Es funktioniert. Perfekt. So, wir sind jetzt auch schon im dritten Trimester. Das heißt, es kommen dann bald die nächsten Schreihälse. Oh mein Gott. Wann werden denn die anderen beiden? Okay, wir sind jetzt hier oben. Oh Gott, es dauert noch. Ne, erst am Donnerstag. Oh weh. Das wird ja nochmal eine anstrengende Zeit, wenn die neuen Kinder da sind. Wir müssen auch nochmal den Niklas jetzt gleich einladen, obwohl es ist 3 Uhr nachts. Ich spule einfach mal vor, bis die Kinder hier fit sind und dann gucken wir mal, ob dann nochmal der Niklas vorbeikommt oder ob es denn auch reicht für den Part, ne? Okay, die kleine Maus, die kann dann auch mal ins Bett gehen. Wir haben gerade 4.693 Symbolons für Kindesunterhaltszahlung bekommen. Es wird uns nicht an Geld mangeln. So, Freunde, das große Wuseln beginnt. Radegunde und Clementine, die sind hier, die sind jetzt wach, die sind fit, die spielen jetzt hier rum. Die Cordula, die ist todtraurig. Ich weiß nicht, warum, sie ist müde, aber sie schläft nicht. Oh mein Gott, Freunde, das wird jetzt hier so wild, ne? So, okay, ich habe jetzt alle wieder schlafen geschickt und den Niklas nochmal angerufen. Da kommt er auch schon, der ist irgendwie wütend, glaube ich, ne? Ich würde ihn gleich mal betören. Da können wir ihn doch bestimmt ein bisschen umstimmen. So, mal gucken, was da heute geht bei ihm, ob wir den direkt rumkriegen. Wir brauchen nämlich auch ein bisschen Spaß. Vielleicht kriegen wir das zusammen hin. Vielleicht können wir da alle Interessen so ein bisschen... Oh Gott, da schreit schon wieder ein Kind. Och nö, Freunde. Da, wir können schon den ersten Kuss erleben, Freunde. Das machen wir doch direkt. Da ist es. Der Niklas gehört uns, Freunde. Der Niklas ist der Nächste am Start. Da gucken wir doch mal, ob gleich noch mehr geht. Da geht gleich noch mehr, ne? Okay, dann lassen wir die beiden mal machen. Wir gucken uns hier die kleinen Scheißerchen an. Mal gucken, ob sie... Guck mal, der könnte jetzt richtig schlafen gehen. Perfekt, dann kümmern wir mal uns um die. Die Clementine, der gebe ich noch mal so ein bisschen Grünzeug zum Futtern. Dann kann sie auch mal schlafen gehen. Die Marilyn... So, die Marilyn, die sieht noch gut aus. Sie ist ein bisschen verspielt. Die müsste dann auch mal gebadet werden. Und die Cordula... Die Cordula, die stinkt auch ein bisschen. Ist aber nicht schlimm, Freunde. Ach, herrlich. So, und dann würde ich an der Stelle den Part auch erstmal beenden. Es ist gerade ruhig, es läuft gerade. Der Niklas ist uns ins Netz gegangen. Der Niklas wird der nächste Vater. Wir müssen mal gucken, dass wir im nächsten Part hier die anderen Typen mal aus der Leiste entfernen. Nicht, dass da, ne, sonst passieren nur Dramen, wenn die hier plötzlich auftauchen und sehen, dass wir da mit anderen Leuten irgendwas haben. Das heben wir uns für den nächsten Part auf. Alene, die vergnügt sich gerade mit dem Niklas. Die lassen wir mal schön alleine. Und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Ob im nächsten Part schon die Kinder kommen, ihr Lieben. Und da schreit schon das erste Kind. Ich mach mal lieber aus. Ich kümmere mich dann mal schnell. Beziehungsweise die Alene, die kommt schon. Die ist hier schon am Start. Ne? Die hat das, die kriegt das schon mit. Die hat das im Blut. So, und dann wünsche ich euch wie immer einen ganz bezaubernden Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.